Hey, also mein Plan ist, wir hacken ihn jetzt, um zu sehen, wo er wohnt und wer er ist. Ah, nee, nicht schon wieder. Dann kommt er drauf, ne? Warum? Das letzte Mal hat doch super funktioniert. Na gut. Aber dieses Mal reden wir nur mit ihm, statt seine Noten auch noch im System zu ändern. Ja. Ich habe keinen Bock auf Stress mit der Schulleiterin nochmal. Ist das nicht unsere Straße? Ey, ja, ja, zoom mal ran. Warte. Zoom mal. Oh nein, es ist sogar unsere Gebäude. Oh, nein. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Naja, was für ein Problem? Wir haben den Mauer geschnappt. Das Problem ist, das ist mein Bruder. Nicht dein Ernst. Ach Mann, ja, alles gut, ich kläre das schon. Ich wusste, dass er irgendwas Komisches gerade macht. Naja, okay, wir klären das. Ich werde ihm schon eine Lektion machen daraus. Mach dir keinen Kopf. Okay, bis dann. Tschüss. Ja, hallo Thomas, mein Schatz. Du kommst aber jetzt sofort nach Hause. Ja, es ist mir egal, mit wem du unterwegs bist. Wir haben ein großes Problem hier. Ja, ich sag das sofort nach Hause. Da ist kein Streiten. Ja, okay, was ist das Problem? Ja, es geht um Mobbing hier. Wir haben ein Problem im Haus. Du hast jetzt Hausarrest für einen Monat und Internetverbot. Ey, wenn du weiter mit mir streitest, das geht ja gar nicht. Es wird nur noch schlimmer. Komm sofort nach Hause. Sonst haben wir noch ein größeres Problem. Alles klar. Tschüss. Auch wenn ihr gemobbt werdet, solltet ihr stark bleiben und mit anderen darüber reden. Mobbing geht vorbei. Wenn ihr aber Rache plant, dann grabt ihr zwei Gräber. Wir sind im 21. Jahrhundert. Und leider gibt es immer noch Hass und Rassismus auf der Welt. Wenn aber jeder auf sich aufpasst, dass man nicht hasst oder mobbt, wird Mobben und Hass irgendwann Fremdwörter sein. Hilf uns mit, eine Mobben- und Hassfreie Welt zu schaffen.